Vielen Dank, dass ich das Interview heute mit Ihnen machen darf. Wie ist es, wieder in Deutschland zu sein? Sie sind jetzt gerade zur Berlinale in Berlin. Wie verändert sich da die Sicht auf Deutschland, wenn man so lange Zeit im Ausland gelebt hat? Also es ist bei mir nicht so einfach, weil ich immer wieder nach Deutschland komme und erst immer, wenn es geht, nach Köln, wo ich geboren wurde. Und dann sehe ich Freunde, dann gehe ich auf Reise der Erinnerung. Hat sich natürlich alles verändert. Ich treffe gute Freunde auch wieder und gehe dann auch immer traditionell in den Kölner Dom und stelle bei der Madonna zwei Kerzen auf, eine für die lebenden, eine für die toten Freunde. Und Berlin, ja, ich kenne ja Berlin auch schon sehr lange, da musste ich auch noch, wurde ich auch noch kontrolliert mit dem Auto, wenn man nach Berlin fuhr. Und habe die Entwicklung aber auch nicht richtig in Berlin mitgemacht, die Veränderung nach dem Fall der Mauer, sondern halt immer wieder, wenn ich hier arbeiten kam, hinkam zum Arbeiten. Mich erinnert natürlich Fassbinder in der Nieburstraße, haben wir alle zusammen gewohnt, so eine Wohngemeinschaft. Da entstand damals die dritte Generation mit Hanna Schygulla. Und das haben wir damals da gedreht. Also Berlin, ich finde immer das Schönste früher als junger Mensch, was mich an Berlin am meisten interessiert, es gab keine Polizeistunde. Also es war ich denn, wenn ich von Köln oder so kam, wo um 1 Uhr alle rausgeschmissen werden aus der Kneipe. Und hier ist das Schöne, kannst du, wenn da was los ist in der Kneipe, dann noch bis morgens rumhängen. Das war Berlin. Aber ist keine drastische Veränderung, wenn ich von Amerika komme, weil ich oft in Deutschland bin. Hm. Sie haben jetzt gerade schon ein paar Namen genannt, Hanna Schygulla, Leute, die Sie kannten. Als junger Mensch fragt man sich oft, was man eigentlich mit seinem Leben machen möchte, was man erreichen will, entwirft vielleicht auch einen Lebensplan. Hatten Sie so etwas? Hatten Sie einen Lebensplan und haben sich irgendwann gedacht, ich möchte irgendwann mal nach Hollywood? Nein, natürlich nicht Hollywood. Ich bin im Ende des Krieges geboren und deswegen habe ich auch, ist auch ein Grund, warum ich den Teddy so gut finde und auch die Geschichte vom Teddy, dass der Teddy Roosevelt sich geweigert hat, den kleinen Bären zu erschießen und so war der Name Teddybär da. Nein, ich bin im Krieg, wie gesagt, Ende des Krieges geboren, in einer ganz schlimmen Zeit groß geworden, also könnte man sagen, kein Essen, aber viel Energie und bin in Köln dann auch zur Schule gegangen. Wir hatten aber kein Geld, also es reichte nur zur normalen Schule, diese Grundschule. Und dann wollte ich Auslandskorrespondent werden bei der Firma Bayer, die Aspirin und so, diese große Firma, weil ich da immer vorbeifuhr als Kind mit dem Fahrrad und sah dieses riesen Bayer-Kreuz. Und da dachte ich, wow, das ist, also wow, habe ich nicht gedacht, das kommt, wenn man in Amerika lebt. Ich habe gedacht, aha, was für eine große Stadt. Und da wollte ich eigentlich arbeiten als Korrespondent irgendwo in der Welt, um zu reisen. Und dann bin ich mit Erlaubnis meiner Mutter nach der Schule, danach durfte ich mit 18 oder 19 mich nach London gegangen, um dort zu arbeiten, aber nicht um Schauspieler zu werden. Und wurde in London richtig, wie man das so kennt, aus den Büchern und das nie glaubt, ich wurde richtig entdeckt auf der Straße. Und habe dann meinen ersten Film gedreht, hatte überhaupt keine Ahnung. Und die waren sehr nett zu mir, weil die Kameraleute alles mit einer langen Linse, also langen Brennweite, die waren ganz weit von mir entfernt und wusste aber nicht. Ich habe immer nur geguckt, wo sind die denn, warum sind die denn so weit weg? Wusste aber nicht, dass ich so groß in CinemaScope auf der Leinwand bin. Man schrieb von dem neuen Gesicht des Kinos, bekam sofort die größte Agentur und habe dann meinen ersten Film in Wien gemacht, den ersten Film Schamlos, ein Schwarz-Weiß-Film, sofort in der Hauptrolle. Dann einen Film gedreht, der zum Kultfilm wurde, immer noch ist. Der hieß Hexen bis aufs Blut gequält. Das war geschickt gemacht, dieser Film. Man bekam mit der Eintrittskarte eine Kotztüte. Und die Kotztüte kostet heute ein Vermögen auf dem Internet. Ich glaube, $300. Und in der Herstellung sind wahrscheinlich 3 Pfennig. Und so, und dann bin ich dabei geblieben. Das war das. Und
jetzt wieder Sprung, wo du sagst, Namen nennen. Und als ich aber, bevor ich nach Amerika ging, ging ich in Köln in eine Kneipe und da lernte ich Fassbinder kennen. Und Fassbinder war 15,5 und ich war 16. Und wir haben uns nicht über Film unterhalten. Es war nicht notwendig in dieser Kneipe. Und ja, so fing das alles an. Und dann hat mir das auch gefallen, wenn man anfängt als Schauspieler, hat man das schon gerne, wenn man erkannt wird im Restaurant. Also heute ist es, kann ja auch störend sein, aber wenn man jung ist, diese Aufmerksamkeit braucht man ja. Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, dass Sie Fassbinder kennengelernt haben in der Kneipe, wurden auf der Straße entdeckt. Und Sie haben auch mal gesagt, dass Sie vor allem sehr viel Glück hatten im Leben. Bei den Personen, die Sie kennengelernt haben, dass Sie dann zufällig neben Menschen saßen, im Flugzeug, im Zug. Glauben Sie, dass man überhaupt etwas im Leben planen kann, dass man aktiv gestalten kann? Oder muss man sich einfach darauf verlassen, dass am Ende alles gut wird? Nein, es gibt Schauspieler, die sich im Augenblick auch bei der Berlinale befinden, ohne Namen zu nennen. Man kann es auch steuern, wenn man will, aber da bin ich nicht der Mensch dazu. Ich hatte viel Glück. Und das hört sich so Hans im Glück, ja, in Amerika heißt man immer Hans im Film, also Hans im Glück, dass neben mir im Flugzeug ein Mann sitzt und fragt, ich fliege nicht gerne, und ein Mann sitzt neben mir und sagt, was machen Sie denn so? Und sagte, ich bin Schauspieler, aber mit dem Wort, ich bin, war schon meine Hand an meinem Foto, kriegte er sofort gezeigt und sagte er, interesting, der war Amerikaner, und sagte, give me your number, und schrieb dann meine Telefonnummer in seinen amerikanischen Pass auf die letzte Seite. Da dachte ich, da muss ich auch mal fragen, wer er ist. Wenn er, waren also keine 100 Nummern, sondern nur meine. Und das war dann, habe ich gesagt, what are you doing? Da sagte er, Paul Morrissey, I work for Andy Warhol. Dann kriegte ich ein paar Wochen später einen Anruf. I make a little film for Carlo Ponti. Frankenstein, and I have a little role for you. Und dann sagte ich, was denn? Sagt der Frankenstein. Ah, okay. Also so, ich bin in Berlin auf einer Party, hatte keinen Film hier, auf einer Party, weil ich interessiere mich ja für Filme auch. Und da war ich auf einer Party bei Christoph Eichhorn. Da wurde mir Gus von Sant vorgestellt. Der hatte seinen ersten Film in Berlin laufen, der hieß Malanocce, den er für $20,000 gedreht hat. Und er sagte, ich mag deine Arbeit, deine Filme, ich möchte dir eine Rolle anbieten, ich mache einen Film mit Keanu Reeves und River Phoenix, My Own Private Idaho. Und ich dachte, die reden alle beim Festival. Das war ein Rülpser gerade. Hast du gedacht, das wäre was, ein Mikrofon, das war das Wasser. Und dann habe ich gedacht, ach ja, die reden alle, aber er hat es ernst gemeint. Ich habe dann dank dieses Abends, der meinen ersten amerikanischen Film in Amerika gedreht, My Own Private Idaho. Hm. Bei all den Sachen, die Sie schon gemacht haben, stellt sich da irgendwann das Gefühl ein von, das reicht, das war jetzt genug, und dass man sich denkt, jetzt könnte ich auch aufhören? Oder ist die Leidenschaft für das Schauspielen so groß, dass man dann doch immer wieder weitermachen möchte? Also in meinem Fall ist es so, ich werde ruhiger. Ich freue mich auf die Filme, ich freue mich auf den Teddy. Ich freue mich aber auch auf meinen Hund und meine Ranch und mein Haus und die Bäume. Und das alles freue ich mich aber auch sehr. Weil irgendwann, wenn man, ich bin 70 geworden, irgendwann kommt so ein Punkt auch, wo sich das verlagert. Wo das, die Zeit ist die Sünde. Und mit 70 bin ich ein realistischer Mensch. Ich weiß schon, dass ich in 10 Jahren nicht mehr so rumspringen kann wie heute. Also es ist ja wichtiger, ich springe noch 10 Jahre, als dass ich Filme mache. Aber ich will natürlich weiter Filme machen, weil ich habe ja Gott sei Dank wunderbare Freunde, wie zum Beispiel Lars von Trier, einer meiner besten Freunde, mit dem ich seit 25 Jahren arbeite. Und da will ich auch noch Filme mit ihm machen. Oder wenn Wim Wenders oder Werner Herzog, mit denen ich auch gearbeitet habe, will ich auch mit denen Filme machen. Aber sagen wir mal, nicht mehr so wollen. Hm. Können ja, aber nicht mehr so wollen. Hm. Sind Sie mit dem, was Sie künstlerisch erreicht haben, zufrieden? Oder anders gefragt, ist eine gewisse Unzufriedenheit auch immer ein Ansporn für die nächste Rolle?
Unzufrieden bin ich nicht, aber wenn ich Filme sehe, ich schaue zum Beispiel Nie Muster, denke ich immer, das hätte ich anders machen können oder würde ich, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es anders machen. Ich bin aber auch kein Mensch, der seine Preise im Regal stehen hat und Abendessen macht und dann zu den Freunden sagt, so, jetzt schauen wir uns einen Film von mir an und alle verdrehen die Augen und sagen, ja, ja. Also das bin ich auch nicht. Ich bin zufrieden, ja doch, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Bin zufrieden, unzufrieden wäre ja furchtbar, würde ja nicht hier in der Wäscherei sitzen. Aber man denkt immer noch, es muss für einen Schauspieler wie in meiner Situation 49 Jahre Film, über 200, sagt das Internet. Da gibt es auch noch einen Mann, der heißt David Lynch. Da gibt es auch noch einen Mann, der heißt Almodovar. Es gibt immer noch eine Herausforderung, dass ich mit David Lynch arbeiten möchte. Das gibt es schon. Hm. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Das macht mich ja nicht unzufrieden, dass der mich nicht besetzt. In vielen Filmen haben Sie selbst dann auch bei einzelnen Szenen Spielangebote gemacht, haben selbst mitgestaltet. Hat es Sie irgendwann mal gereizt, selbst Regie zu führen? Nein, ich habe angefangen. Ich hatte ein Drehbuch geschrieben, das hieß Lola Stein, Broken Cookies. Und das hatte ich geschrieben, da wollte ich einen Transsexuellen spielen im Rollstuhl, der Präsident ist von einem Club, wo nur Transvestiten und Transsexuelle im Rollstuhl Mitglied sind. Der Club nannte sich Outsiders on Wheels. Und ja, dann habe ich eine Woche, es war mein erster Film, ich habe alles machen müssen. Also Regie gespielt, Ausstattung produziert. Und dann merkte ich, wie nach 10 Tagen mein Geld so ganz überall hinging. Und dann habe ich dann aufgehört. Aber ich kann es auch, glaube ich, gar nicht. Ich kann es auch gar nicht. Ich habe es auch noch nie gemacht. Und deswegen, aber ich glaube, ich kann es gar nicht so gut. Hm. Aber Sie sind mit Regisseuren befreundet, unter anderem mit Lars von Trier und auch mit vielen Künstlern. Und Sie sagen auch selbst, dass Sie sehr viel Kunst sammeln. Und dass Sie sich gerne mit schönen Dingen umgeben. Mhm. Was ist das Reizvolle daran, sich mit schönen Dingen zu umgeben? Dass man das Hässliche nicht sieht. Das Hässliche, was soll ich mir denn, wenn ich eine schöne Frucht da hinlegen kann, was soll ich mir denn einen verfaulten Apfel daneben legen? Also das Schöne ist einfach, was schön für mich ist. Auch meine Kunst ist vielleicht für jemand anders zu abstrakt, aber für mich ist es schön und das ist ja wichtig. Ich habe ja auch eine Wohnung und eine Sammlung, nicht für andere Leute, sondern für mich. Also natürlich habe ich lieber einen schönen Hund als einen hässlichen. Natürlich fahre ich lieber ein schönes Auto als ein hässliches. Das ist auch normal, sowas. Hm. Ich habe jetzt nur an Kunstwerke gedacht, wenn man sich beispielsweise Kunstwerke... Ja, also ich habe ein 190 SL, Baujahr 56, ist auch ein Kunstwerk, der Mercedes. Ja. Das ist auch... Und wenn mein Selbstvertrauen ein bisschen runtergeht, dann fahre ich das Auto spazieren und alle winken und sagen, great, great car, man, great car. Das tut mir dann wieder gut. Das ist dann auch eine Schönheit, die ich dann einsetze. Hm. Sie haben mal gesagt, dass Sie Auszeichnungen und Preise gerne ins Bad stellen, weil alle Gäste früher oder später dort dann hingehen und die dann sehen. Und dass der Teddy Award, den Sie in diesem Jahr verliehen bekommen, dort vermutlich auch für eine Weile stehen wird. Nein, das ist so. Die Preise, die neuen Preise, wie ich habe ja diesen Cinemarit im letzten Jahr bekommen, der Teddy, der steht noch als Gesprächsthema auf dem Tisch. Und dann kommen die alle auf die Toilette, weil irgendwann müssen ja meine Gäste auch mal auf die Toilette. Und dann kommen die auch von der Toilette zurück und sagen, das wusste ich ja gar nicht. Sag ich, ach, ja, lange her. Und ich habe so eine Sammlung. Ich habe ja auch wunderbare Preise, so Euro-Trash oder so ganz böse Sachen oder eine Flasche Whisky oder ganz komische Sachen, die ich bekommen habe. Aber ja, jetzt im Alter wird es ein bisschen ernsthafter. Hm. Aber was bedeutet es für Sie, den Teddy Award verliehen zu bekommen? Das ist eine Auszeichnung, die vorher auch schon John Hurt, Joy D'Alessandro und Tilda Swinton, Gus Van Sant bekommen haben. Fängst aber mit dem berühmten Fängst du an. Werner Schröter sagst du nicht zuerst. Was das bedeutet, kann ich dir sagen, weil es ist ja die Leute, vor allem die du gerade aufgezählt hast,
ich komme mir jetzt so vor, als wenn ich in eine Gemeinschaft, oder Familie hört sich immer komisch an, in eine Gemeinschaft aufgenommen werde, wo ich mit den meisten gearbeitet habe. Ich habe mit Tilda Swinton gearbeitet, mit John Hurt gearbeitet, mit Joe Alexander gearbeitet, mit Werner Schröter gearbeitet, mit Elfie Mikesch gearbeitet. Ich habe ja mit den meisten auch gearbeitet. Und deswegen gehöre ich jetzt auch zu dieser Gemeinschaft. Nicht mit allen habe ich gearbeitet, aber es ist eine schöne Gemeinschaft, die auch kämpfen mussten, um ihre Filme, oder Fassbinder natürlich, wer wird ja nun geehrt, und freue mich dann auch, dass Frau Cavan, Frau Fassbinder, singt. Und das ist doch wunderschön. Und der Bürgermeister spricht und Wieland, der es ja, glaube ich, 87 gegründet hat und 92 wurde dann aufgenommen in die Berlinale. Ich kenne Wieland von seinem Film Der Westler vor ganz vielen Jahren, waren wir beide sehr jung. Und es ist für mich bedeutet dieser Preis, dass ich stehe ja auch zu diesem Preis, dass ich sage ja, aha, Teddy, spezielle Filme, weil es einfach wichtig ist. Als Beispiel in einer Zeit, wo wir leben, dass Mitte Januar sollte in Virginia ein Gesetz verabschiedet werden, nachdem ein Arzt, ein Lehrer oder eine Firma sich weigern kann, der Arzt zum Beispiel einen Homosexuellen zu behandeln. Der Lehrer kann sich weigern, ein homosexuelles Kind zu unterrichten. Dass das im Jahre 2015, dass sowas in Amerika, obwohl es auf der einen Seite, aber auch es gibt ja auch die Hochzeit, kann man ja, wenn man will. Das finde ich, dann ist so ein Festival, das kann man ja nur unterstützen. Wenn es noch sowas so ganz nebenbei in Virginia und dann liest du am nächsten Tag in der Zeitung, Alabama, erste Hochzeit, ist doch wunderbar. Das können sich so junge Menschen wie du ja gar nicht vorstellen. Das ist, als ich groß wurde, gab es ein Gesetz, das nannte man Paragraph 175, wo Leute konnten eingesperrt werden. Und für das hat sich etwas wahnsinnig schnell entwickelt, dass es so weit gekommen ist. Und da zuzugehören, jetzt zu dieser Gemeinde, die das vollkommen unterstützt in jeder Form, das finde ich schön. Hm. Aber um nochmal über die Situation im Filmgeschäft auszusprechen, ja. Rupert Everett hat 2009 in einem Interview erklärt, dass sein eigenes Coming-out einen Karriereknick für ihn bedeutet hat und dass er es auch nicht empfehlen würde, Schauspielern, dass sie sich outen. Würden Sie sagen, dass sich daran was geändert hat in den letzten Jahren? Erstens mal, warum soll sich ein Schauspieler überhaupt outen? Was hat er denn davon, wenn er sich outet? Und der Rupert Everett hatte natürlich Großproduktionen gemacht für Disney Studios oder so. Und da war das, denen ist das dann, glaube ich, nicht so egal. Und das, ob das für ihn, ich kenne ihn nur flüchtig, ob das für ihn dann ein Fehler war, das weiß ich nicht. Aber ich habe mein Privatleben, bleibt privat, deswegen heißt es Privatleben. Und ich erzähle auch nicht den Leuten, was ich gerne esse, sonst würden die hier vorm Hotel stehen mit einem Teller. Muss auch nicht sein. Ich bin zufrieden, wie du eben sagst, ich liebe alles Schöne. Ob blond oder braun, das ist doch vollkommen egal. Was hat denn meine Leistung, oder sagen wir mal mein Spiel, mit einer sexueller Orientierung zu tun? Gar nichts. Und ich spiele außergewöhnliche Rollen vom Papst, wo ich an der Brust rumnuckele, oder bis zum Vampir, der Blut braucht, oder was ich was, oder Madame Flambeau im Pinocchio, oder singe Lieder in House of Boys à la Hildegard Knef. Das ist doch alles egal, das ist ein Film. Ich sage immer, wenn junge Schauspieler manchmal so ganz energisch und wollen unbedingt Karriere machen, dann sage ich immer nur ein Wort. Es ist nur ein Film. Hm.
abschließend. Das wäre doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Eigentlich es schon. Es ist nur ein Film. Soll ich es noch fünfmal sagen? In die Kamera vielleicht. Und mit Betttuch irgendwas so. Einfach so. Alles zu klein. Das ging nicht. Fehler. Gibt's noch große. So was ist doch schön. Gestärkt. So Hände abputzen und so nach der Arbeit und sagen, es ist ja. Und dann noch Geräusche machen für den Ton. Das ist ja nur ein Film. Und dann das wieder falten und sagen, bisschen arroganter, ist ja nur ein Film. Ja. Danke für das Interview. Bitte.